Herzlich willkommen zum vierten und letzten Modul dieses Online-Kurses Nummer 4. Mit diesem Modul vervollständigen wir den Einblick in die Gestaltungsgrundsätze des North American Meat Institutes. Es folgen die Grundsätze 6 bis 10. Die Lernziele dieses Moduls sind dem vorherigen Modul sehr ähnlich, nur dass wir jetzt und hier die Gestaltungsgrundsätze 6 bis 10 abdecken. Hier die Gestaltungsgrundsätze 6 bis 10 auf einen Blick. 6. Keine Nischen. 7. Hygienische Bedingungen während des Betriebes. 8. Hygienisches Design von Anbauteilen wie Schaltschränke, Bedienfelder. 9. Hygienische Verträglichkeit mit anderen Anlagensystemen. Und 10. Validierte Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle. Gestaltungsgrundsatz Nummer 6. Keine Nischen. Anlagen sollten frei von Nischen, Kerben, Rissen, Korrosion, Aussparungen, offenen Nähten, Lücken, Rundnähten, hervorstehenden Leisten, Innengewinden, Nietverbindungen und Sacklöchern sein. Der Begriff Überlappung, auch Sandwich genannt, beschreibt das Verbinden von zwei Materialstücken durch Überlappen ohne hermetisches Versiegeln. Auf dem rechten Bild sehen Sie einen Förderer mit einem schwenkbaren Fördererende. Die Idee, das Ende klapper zu gestalten, ist sicher eine gute, ohne Zweifel. Aber die Ausführung ist aus hygienischen Gründen nicht optimal, da der Scharnierbereich eine übermäßige Anzahl von Schraubenköpfen besitzt. Besser wäre eine Schweißverbindung gewesen, um die Anzahl der Schraubenköpfe an dieser Stelle zu minimieren. Wie soeben beschrieben, ist eine Sandwich-Verbindung das Zusammenfügen von zwei Teilen, indem man sie ohne hermetische Abdichtung überlappt. Beim Betrachten des oberen Bildes werden zwei Sandwich-Bereiche sichtbar. Zwischen dem verschraubten Kunststoffschutz und der vertikalen Fläche des Rahmenprofiles sowie zwischen den zwei horizontalen Rahmenprofilen, die direkt miteinander verbunden sind, aber eben nicht hermetisch versiegelt. Die beiden unteren Bilder veranschaulichen ein bündig montiertes Lager auf der linken Bildseite, das eine Sandwich-Verbindung darstellt. Das rechte Bild zeigt ein verbessertes Design, da hier Distanzstücke verwendet wurden und so eine Reinigung möglich wurde. Diese Bilder sind Beispiele für Schweißnähte, die übermäßig raue Oberflächen, Lochfraß oder Hohlräume aufweisen. Linkes Bild. Schlechte Schweißnähte wurden offensichtlich mehrfach durchgeführt. Rechtes Bild. Eine Blechabdeckung über dem Produktstrom mit dem Risiko der Kontaminierung. Eine nicht kontinuierlich verschweißte Anbringung des Bleches erzeugt eine kritische Stelle, die nur schwer zu reinigen ist. Beide Bilder sind Beispiele für problematische Schweißnähte zur ZIP-Reinigung, die in Rohrleitungen zu finden sind. Linkes Bild, Edelstahlrohr mit Schutzgas verschweißt. Schutzgas wird häufig in der Milchindustrie verwendet. Edelstahl oxidiert bei erhöhten Temperaturen schnell mit Schutzgas. Dies kann zu einer oxidierten, nicht sehr hygienischen Schweißnaht führen. Rechtes Bild. Wenn die Schweißnaht nicht vollständig durchgehend durchgeführt wurde, entsteht eine Nische, in der sich Produktreste ansammeln können. Baugruppen, zum Beispiel Buchsen, Kettenräder, Lager, werden demontiert oder sind zur Reinigung zugänglich. Linkes Bild, hohle Umlenkrollen mit Produktrückständen behaftet. Auf dem rechten Bild sehen wir eine frei rotierende Hohleinzugswalze auf einer Edelstahlwelle in einer Schneidemaschine. Wasser und Mikroben können während des Betriebes in diese Nische zwischen Walze und Welle gelangen und darin entstehender Schmutz bzw. mikrobiologische Population kann möglicherweise in den Produktstrom gelangen. Gestaltungsgrundsatz Nummer 7. Hygienische Bedingungen während des Betriebes. Während des normalen Betriebes darf die Anlage nicht zu unhygienischen Bedingungen oder dem Einnisten und dem Wachstum von Bakterien beitragen.
Design ist nicht nur wichtig für die Reinigungseffektivität, sondern wirkt sich auch auf die Betriebsleistung aus. Kontamination kann jederzeit auftreten und während Hygieneprobleme, die durch schlechtes Design beschleunigt werden, oft eine Ursache für Kontaminationsereignisse sind, kann schlechtes Design auch zu Problemen während der Reinigung führen. Auf dem linken Bild sehen Sie eine Anlage mit Luftdüsen. Die Luft kommt aus einem Rohr, das für die Reinigung nicht zugänglich ist und deshalb schnell ein hygienisches Risiko darstellt. Rechtes Bild. Übermäßige Schmierung von Lagern ist ein immer wiederkehrendes Problem, welches zu chemischen, physikalischen und biologischen Verunreinigungen führen kann. Lager, die Schmiermittel enthalten, die sich direkt über dem Produktstrom befinden, können schnell ein großes Kontaminationsrisiko darstellen. Gestaltungsgrundsatz Nummer 8. Hygienisches Design von Anbauteilen wie Schaltschränke, Bedienfelder. Anbauteile wie Schaltschränke und Bedienfelder müssen so ausgelegt sein, dass Produktrückstände und Wasser nicht in das Gehäuse eindringen oder sich ansammeln. Diese Folie zeigt verschiedene Designs und Entwicklungen von Schaltschränken und Bedienfeldern. Linkes Bild, schwer zu reinigende und zu pflegende Tasten und Knöpfe. Das mittlere Bild zeigt ein glattes und einfaches, sauberes Bedienfeld, geeignet für eine effektive Reinigung mit Feuchttuch. Rechtes Bild, Nasswasch-Bedienfeld in Schutzart IP69K. Versorgungsleitungen, Rohre und Verkabelungen sind durch genügend Abstand getrennt, um Störstellen zu verhindern und eine Reinigung zu ermöglichen. Bündelung von Kabeln sollte vermieden werden. Die Bündelungen von Kabelsträngen, wie sie hier auf dem rechten Bild zu sehen sind, wird oft mittels Kabelbindern gemacht. Eine gründliche Reinigung ist nahezu ausgeschlossen. Gestaltungsgrundsatz Nummer 9. Hygienische Verträglichkeit mit anderen Anlagensystemen. Anlagen, die zusätzliche Systeme erfordern, wie Abluft, Ablauf oder automatisierte Reinigungssysteme, stellen kein hygienisches Risiko dar. Das linke Bild zeigt ein Abluftsystem in hygienischem Design mit angemessenem Zugang zur Reinigung und Inspektion. Ein weiteres gutes Beispiel veranschaulicht das rechte Bild. Vertikale Kanal- und Abluftabschnitte kommen nicht mit Produktzonen in Berührung. Gestaltungsgrundsatz Nummer 10. Validierte Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle. Die Verfahren für Reinigung und Desinfektion müssen klar beschrieben, wirksam und effizient sein. Chemikalien, die für die Reinigung und Desinfektion empfohlen werden, müssen mit der Anlage und der Herstellungsumgebung kompatibel sein. Wir fassen zusammen. Die hygienischen Gestaltungsgrundsätze des Anlagendesigns sollten bei der Konstruktion, der Installation und dem Betrieb von lebensmittelverarbeitenden Anlagen in Betracht gezogen werden. Obwohl es keine perfekte Anlage gibt, führt eine sorgfältige Abwägung aller Gestaltungsprinzipien zu einer wirksamen und effizienten Reinigung und einer erhöhten Maschinenlaufzeit. Hygienisches Design hat langfristige Auswirkungen auf den Betrieb der Anlage und sollte so früh wie möglich und so oft wie nötig bewertet werden. Danke fürs Anschauen. Für weitere Informationen zum Thema Hygienic Design Gestaltungsgrundsätze stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Damit sind wir am Ende des CFS Online-Kurses Nummer 4. Dem zweiten Teil des Hygienic Design Kurses Hygienic Design, Sie haben die Wahl. Es war uns eine große Freude, Sie durch dieses wichtige Thema begleiten zu können. Ich sage bis zum nächsten Mal, Ihr Roger Scheffler.